Während der folgenden 52 Minuten wird diese junge Frau etwas tun, das in unserer hektischen, lauten Welt selten ist. Nichts. Absolut nichts. Ja, diese junge Frau meditiert. Wie sie schließen immer mehr Menschen auf der ganzen Welt für ein paar Minuten am Tag die Augen, um den Fluss ihrer Gedanken zu unterbrechen. Noch nie waren fernöstliche Traditionen und westliche Medizin so eng miteinander verflochten. Die Meditation ist inzwischen auch in der westlichen Gesellschaft angekommen, da zahllose wissenschaftliche Studien belegen, dass sie wirkt. Sie beeinflusst unser Gehirn und unsere Gesundheit. MRT-Aufnahmen haben gezeigt, dass regelmäßiges Meditieren zahlreiche Hirnregionen verändert, indem es den Geist beruhigt. Ja, sich womöglich auf unseren gesamten Organismus auswirkt. Was den Geist berührt, berührt den Körper und umgekehrt. Das ist ein fantastischer Dialog. Können wir, indem wir unseren Geist trainieren, tatsächlich Einfluss auf unseren Körper nehmen? Kann Meditieren in bestimmten Fällen eine heilende Wirkung haben? Meditation und Medizin sind in zunehmendem Maße zwei Seiten ein und derselben Medaille. Immer mehr Ärzte lassen heute Jahrtausende alte Traditionen in ihre modernen Behandlungsmethoden einfließen. Seit ihrem Auszug aus den indischen Ashrams hat sich die Meditation nach und nach von ihren religiösen Wurzeln gelöst. Heute meditieren Gläubige und Atheisten gleichermaßen. Achtsamkeitsmeditation nennt sich ihre moderne Form, die unsere Aufmerksamkeit auf die Vorgänge in unserem Inneren lenken will, auf unsere tiefen Gefühle und körperlichen Empfindungen. Viele wissen gar nicht, ehe sie selbst zu meditieren beginnen, dass die Meditation eine überaus körperliche Erfahrung ist. Sehr viel mehr als ein tiefes Nachdenken oder Betrachten von Gedanken. Wir hören in unsere ganze Person hinein, lauschen, was in unserem Körper geschieht, wie wir atmen, wie unsere Gedanken fließen, wie Geräusche auf uns wirken. Im Grunde sind wir unser eigener stiller Beobachter. Wir wollen nichts bewegen, sondern einfach nur im gegenwärtigen Moment sein. Dr. Christoph André ist nicht nur für seine zahlreichen Publikationen zum Thema Meditation bekannt, er war auch der erste Arzt in Frankreich, der sie klinisch genutzt hat. Und zwar im Hôpital Sainte-Anne in Paris. Seit mehr als 10 Jahren setzt diese Klinik für geistige Gesundheit Meditation zur Behandlung von Patienten mit chronischen Depressionen und Angststörungen ein. Wir sehen die Meditation als unterstützende Maßnahme. Wir sagen nicht, Schluss mit den Antidepressiva, vergesst die Psychotherapie, das ist alles nur Blabla. Nein, wir halten Antidepressiva und Psychotherapie für sehr gute Behandlungsmethoden, nur manchmal reicht das eben nicht. Und da empfehlen wir zum Beispiel Meditation, um den Gesundheitsprozess zusätzlich zu fördern. Bevor wir mit unserer Achtsamkeitsübung beginnen, legen wir die Hände auf die Oberschenkel. In Richtung der Knie, mit den Handflächen nach unten. Leiter der heutigen Meditationssitzung ist Florent Dulon. 8 Wochen durchlaufen die Patienten ein regelrechtes Therapieprogramm mit Übungen zu Hause und wöchentlichen Treffen in der Klinik. Halten Sie bitte mal Ihre Hand auf. Ich werde Ihnen so ein kleines Ding hineinlegen und Sie schauen es sich einfach nur an. Auf den ersten Blick scheint dieses kleine Ding nichts Besonderes. Doch die Rosine hilft den depressiven Patienten, aus ihren düsteren Gedanken auszubrechen. Eine erstaunlich simple Methode, um sich auf den gegenwärtigen Augenblick zu konzentrieren. Und jetzt ertasten wir sie. Sie können mit der Fingerspitze draufdrücken oder sie zwischen Daumen und Zeigefinger reiben.
Dann heben wir sie vorsichtig ans Ohr und lauschen dem Geräusch, das sie zwischen unseren Fingern macht. Von dort führen wir sie behutsam unter die Nase und schnuppern daran. Dann führen wir sie ganz langsam zum Mund und legen sie uns auf die Zunge. Das ist der erste Schritt jeder Achtsamkeitsübung, um zu sehen, wann unser Geist abschweift. Manche Patienten finden Rosinen eklig, andere fragen sich, warum macht er das mit uns? Nun, um alle Gedanken, die uns aus der Übung herausbringen könnten, hervorzurufen. Und zwar nicht, um sie zu verdrängen, sondern um sich ihrer bewusst zu werden und so immer wieder ins Hier und Jetzt und in die Übung, so wie sie verlangt wird, zurückzufinden. Als Laie fällt es dennoch schwer zu glauben, dass Rosinen genauso gut wirken sollen wie teure Pillen. Doch genau das behauptet Nathalie, die seit ihrer Kindheit unter Panikattacken leidet. Ihr hat die Zusatztherapie in Sainte-Anne in 12 Monaten mehr geholfen als Berge von Medikamenten in 40 Jahren. Seitdem ich meditiere, sind die Abstände größer. Die Krisen seltener geworden. Vorübergehend können auch Medikamente helfen. Aber ich nehme überhaupt keine Antidepressiva mehr. Nur in akuten Phasen Anxiolytika, aber nicht regelmäßig. Wenn ich mir als Arzt die Entwicklung der Patienten anschaue, aber auch die neuroradiologischen Studien, dann besteht kein Zweifel. Wenn Personen, die zu Depressionen neigen, meditieren lernen, sinkt ihr Rückfallrisiko in den Folgejahren beträchtlich. Die Wirkung ist vergleichbar mit der von Antidepressiva. Die 15-jährige Praxiserfahrung im Sainte-Anne-Krankenhaus bestätigt die Ergebnisse aus klinischen Studien in Europa und Nordamerika. Personen, die bereits 2 schwere depressive Episoden erlebt haben, können durch 20 Minuten Meditieren am Tag ihr Rückfallrisiko um 50% reduzieren. Galt die Meditation lange als reine Entspannungsübung oder als eine Modeerscheinung, so wird ihre antidepressive Wirkung heute von immer mehr Ärzten anerkannt. Und die Forscher liefern sogar schon erste Erklärungen dafür. In Boston untersucht die Neurowissenschaftlerin Gail Debord den Einfluss der Meditation auf eine kleine Hirnregion, die bei Stimmungs- und Angststörungen eine besonders große Rolle spielt. Hier sehen wir sie sehr gut. Diese Region im vorderen Bereich der Temporallappen heißt Amygdala, auch bekannt als Mandelkern. Die Amygdala ist Teil des limbischen Systems und maßgeblich verantwortlich für unsere Gefühle. Sie wird oft auch als Angstzentrum des Gehirns bezeichnet. Bei Personen, die unter Angststörungen oder Traumata leiden, zeigt die Amygdala eine erhöhte Aktivität und ist sichtbar vergrößert. Und eine meiner Hypothesen lautet, dass diese Folgen reversibel sind. Kann Meditieren die erhöhte Aktivität der Amygdala reduzieren, sie gar verkleinern? Um das herauszufinden, bietet Gail Debord Depressionspatienten einen 8-wöchigen Meditationskurs an. Zu Beginn und am Ende macht sie MRT-Scans ihres Gehirns. Sie werden auf dem Monitor bestimmte Sätze sehen und sollen kurz nachdenken, ob sie auf ihre persönlichen Erfahrungen zutreffen. Okay? Alles klar? Gut, dann legen Sie sich jetzt in den Scanner. Auf dem Bildschirm sehen die Patienten Sätze, die für ihre psychische Verfassung symptomatisch sind. Negative Gedanken, die sie typischerweise während ihrer depressiven Krisen quälen. Wenn Sie den Satz verstanden haben und bereit sind, drücken Sie den Knopf. Wunderbar, fangen wir an. Die Probanden sollen die Worte 20 Sekunden wirken lassen, bevor sie versuchen, den Gedanken abzuschütteln.
Im Grunde eine einfache Übung, es sei denn, die Amygdala reagiert nicht normal. Wenn sie aufgefordert werden, den Gedanken loszulassen, bleibt die Amygdala zu lange aktiv, was typisch ist für eine depressive Störung. Und wir glauben, dass die Probanden nach dem 8-wöchigen Meditationstraining in der Lage sein werden, die Amygdala zu deaktivieren, sodass ihr Gehirn wieder normal auf Gefühle reagiert. In der Kontrollgruppe mit gesunden Teilnehmern konnte Gael Debord nach dem 8-wöchigen Meditationskurs eine reduzierte Aktivität der Amygdala feststellen. Diesen Effekt erhofft sie sich auch bei den Depressionspatienten. Damit wäre der Beweis erbracht, dass Meditieren unsere Gehirnstruktur verändert. Oder zumindest bestimmte Areale, die für unsere Gesundheit entscheidend sind. Ziel dieser neurowissenschaftlichen Studien ist es, Daten zu erhalten, die die Heilkraft der Meditation belegen, aber auch herauszufinden, welche Mechanismen daran beteiligt sind, um sie irgendwann vielleicht als eine wissenschaftlich fundierte, anerkannte Therapieform verordnen zu können. Oder wie lange die Patienten meditieren müssen, ob dies jeden Tag erforderlich ist oder für eine bestimmte Dauer. All das hoffen wir in den nächsten Jahren nachweisen zu können. Wenn die endgültigen Ergebnisse aus dem Amygdala-Projekt vorliegen, sollen sie dazu beitragen, betroffene Patienten noch besser zu therapieren und Depressionen dauerhaft zu heilen. Das Forschungsteam um Gael Debord erhofft sich Erkenntnisse darüber, wie sich unser Gehirn effektiv trainieren lässt, um bestimmte Funktionsstörungen selbst korrigieren zu können. Bei der Auswertung der MRT-Scans haben wir entdeckt, dass es durch das Meditationstraining auch zu langfristigen Veränderungen im Gehirn kommen kann. Nicht nur zu Zustandsveränderungen während der Meditation, sondern zu einer anatomischen oder funktionellen Veränderung, die dauerhaft ist und zur normalen Funktionsweise wird. Doch nicht nur die von Gael Debord erforschte Amygdala-Region verändert sich, wenn wir unser Leben lang regelmäßig meditieren. Die Zahl der dauerhaft veränderten Hirnareale ist so groß, dass eine umfassende Bestandsaufnahme bislang schwierig ist. Also stimmt es gar nicht, dass unsere Meditierende nichts tut, seitdem sie die Augen geschlossen hat. Nein, im Gegenteil. Sie stimuliert etwas, das die Fachleute als Neuroplastizität bezeichnen. Neuroplastizität bezeichnet schlicht die Fähigkeit des Gehirns, sich infolge von Erfahrungen oder Training zu verändern. In der Regel geschieht dies unbewusst. Die meiste Zeit wird unser Gehirn durch äußere Einflüsse strukturiert. Und die Meditation erlaubt uns, unser Gehirn stärker selbst zu lenken und die Neuroplastizität gezielt zu nutzen. Wir sehen Meditation als eine Form des mentalen Trainings. Der Weltstar der neurowissenschaftlichen Meditationsforschung, Professor Richard Davidson, erforscht seit Jahrzehnten die Gehirnstruktur von berühmten Meditierenden, wie dem buddhistischen Mönch Mathieu Ricard. Im Laufe der Jahre zeigten er und seine Schüler, dass das Training des Geistes ein sehr viel größeres Potenzial bereithält als nur die Behandlung psychischer Erkrankungen. Anfangs beschränkten sich die Wissenschaftler, die sich für Meditation interessierten, auf Psychologen oder Psychiater. Doch mit der Zeit erweiterte sich die Gruppe um Neurowissenschaftler, Immunologen, Kardiologen, Endokrinologen. Und heute interessieren sie sich alle dafür. Seit knapp 20 Jahren werden immer mehr Publikationen zum Thema Meditation veröffentlicht. In den USA bieten heute über 250 Kliniken und Krankenhäuser Meditationseinführungskurse für ihre Patienten an. Die bedeutendste befindet sich auf dem Campus der renommierten University of Massachusetts in New England.
Das Center for Mindfulness in Worcester ist das Mekka der Meditationsforschung, der hohe Tempel der Achtsamkeit. Hier geht man ganz bewusst. Lächelt ganz bewusst. Man dehnt sich ganz bewusst. Und schläft am Ende, vielleicht nicht ganz so bewusst, ein. Als wären alle Krankheiten der Welt mit dem Erklingen der magischen Zimbeln geheilt. Vorher sagen sie, wie soll Meditieren etwas an meinem Gesundheitszustand, an meiner Krankheit ändern? Achtsamkeit, wie funktioniert das? Zu uns kommen Leute mit allen erdenklichen Krankheiten. Viele von ihnen haben Krebs in den unterschiedlichsten Stadien oder leiden unter chronischen Schmerzen. Sie kommen mit allen möglichen Magen-Darm- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Meditation ist inzwischen wirklich Teil der Medizin. Sie ist keine Alternativmedizin, sondern wird zunehmend Standard. Heute zählt das Center for Mindfulness fast 15.000 Teilnehmer pro Jahr. Im Laufe seines 38-jährigen Bestehens hat das Achtsamkeitszentrum Weltruhm erlangt. Nicht zuletzt wegen der zahllosen begeisterten Patientenberichte. Ich hatte seit 7 Wochen keinen Migräneschub. Das ist überwältigend, denn sonst habe ich 2 oder 3 im Monat. Und ich bin jetzt weniger streng mit mir selbst und anderen. Ich habe in letzter Zeit viel durchgemacht, einschließlich einer Magen-OP. Daher habe ich 46 Kilo abgenommen, plus 2 künstliche Hüften. Das hat sehr an meinem Selbstvertrauen genagt und ich dachte, Achtsamkeitsmeditation könnte mir vielleicht helfen. Und es hat funktioniert. Offenbar funktioniert es, wenn sie es doch alle sagen. Aber warum? Handelt es sich schlicht um erfolgreiche Autosuggestion oder ist da noch mehr? Seit 1979 versucht dieser Mann zu verstehen, was hinter den geschlossenen Augen in diesen reglosen Körpern geschieht. Professor Jon Kabat-Zinn hat das Center for Mindfulness gegründet. Er war der Erste, der fernöstliche Traditionen und westliche Medizin miteinander verband. Yoga und Meditation im Westen einzuführen, das klingt heute noch gewagt. Aber 1979 klang es total verrückt. Als wäre ich ein bekiffter Hippie, der skrupellos das Krankenhaus- und Gesundheitssystem ausnutzen will. Auf den ersten Blick wirkte der Erfinder der therapeutischen Meditation wahrscheinlich wirklich wie ein seltsamer Guru, von denen es in den 70ern nur so wimmelte. Aber der promovierte Molekularbiologe hat ausgerechnet am seriösen Massachusetts Institute of Technology, dem berühmten MIT, das 8-wöchige Schulungskonzept entwickelt, das heute von Boston bis Paris praktiziert wird. Bei unserer ersten Sitzung gebe ich jedem von Ihnen eine Rosine auf die Hand. Und Sie werden sie betrachten, als hätten Sie noch nie eine Rosine gesehen. Kommt Ihnen diese Szene bekannt vor? Tatsächlich hat sich in den letzten 40 Jahren nicht viel geändert. Denn Jon Kabat-Zinn lag mit seinem Konzept von Anfang an richtig. Als erster befasste er sich mit einer der größten Geißeln unserer Zeit. Einer meiner Beweggründe war damals der amerikanische Gesundheitsbericht von 1979 mit dem Titel Volksgesundheit. Damals erklärten die Behörden zum ersten Mal Stress zu einem der größten gesundheitlichen Risikofaktoren. Mit anderen Worten, einem Hauptverursacher von Krankheiten. Heute sind wir da sehr viel weiter. Wir wissen, dass Kinder auf besondere Weise betroffen sind, Erwachsene auf andere Weise. Die Weltgesundheitsorganisation hat völlig recht, wenn sie sagt, Stress sei die Seuche des 21. Jahrhunderts.
Aber genügt buddhistische Gelassenheit, um uns vor stressbedingten Krankheiten zu bewahren? Wie können so kleine Übungen solch eine große Wirkung auf unseren Körper haben? An der Universität in Madison hat Richard Davidson herausgefunden, dass Meditieren nicht nur gegen Stress wirkt, sondern auch gegen Überreaktionen unseres Immunsystems, die oft zu Entzündungskrankheiten führen. Eine zentrale Frage unserer Forschung ist, inwieweit sich Meditation auf Entzündungen auswirkt, da Entzündungen eine wesentliche Komponente vieler chronischer Erkrankungen sind. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Arthritis, sogar demenzielle Erkrankungen wie Alzheimer. Bei allen spielen Entzündungen eine zentrale Rolle. Und vieles spricht dafür, dass Meditation entzündungshemmend wirken kann, indem sie bestimmte entzündungsfördernde Stoffe herunterfährt. Um zu verstehen, wie Meditation unsere Immunabwehr daran hindert, auf Stress zu reagieren, haben die Wissenschaftler eine typische Situation nachgestellt. Stellen Sie sich vor, dies ist ein Vorstellungsgespräch. Sie bewerben sich um Ihren Traumjob. Wir haben beide Gruppen, die mit und die ohne Meditationserfahrung, vor und nach dem Training einem Stresstest unterzogen. Der sogenannte Trier Social Stress Test ermöglicht es, die körperlichen Reaktionen der Probanden zu messen, während sie anhaltend extremem Stress ausgesetzt sind. Sie haben genau 5 Minuten, um die beiden davon zu überzeugen, dass Sie genau der Richtige für den Job sind. Schildern Sie Ihre Vorzüge und achten Sie bitte auf Kamera und Mikro. Die Bewerbung wird für die Analyse aufgezeichnet. Sie müssen etwas aus dem Stegreif vortragen und kopfrechnen. Diese Kombination ist gut geeignet, um psychischen und körperlichen Stress auszulösen. Ihre Zeit ist um. Lassen Sie die Notizen auf dem Tisch und treten Sie ans Mikrofon. Die meisten von uns erleben Stress wie eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Die Herzfrequenz steigt, wir schwitzen, werden rot im Gesicht und der Stoffwechsel verändert sich. Wenn wir uns bedroht fühlen, schüttet das Hormonsystem Unmengen chemischer Botenstoffe aus, die dem Organismus zusätzliche Energie bereitstellen. Doch eines dieser Hormone, das Cortisol, kann auch gesundheitsschädigend wirken. Ein stark erhöhter Cortisolspiegel schwächt die allgemeine Immunabwehr und begünstigt entzündliche Reaktionen. Cortisol ist ein Stresshormon, das aus der Nebennierenrinde freigesetzt wird. Es aktiviert bestimmte Hirnareale, die es dem Organismus ermöglichen, optimal auf Stressfaktoren zu reagieren. Doch bei einer Überstimulation kann das eigentlich sinnvolle Alarmsystem Krankheiten auslösen. Ist es möglich, den Cortisolspiegel mittels Meditation zu regulieren und seine schädigende Wirkung einzudämmen? Wir nehmen jetzt eine Speichelprobe. Stecken Sie sich bitte diese Watterolle in den Mund. Dort lassen Sie sie etwa eine Minute. Die Speichelproben, die vor und nach dem 8-wöchigen Meditationstraining genommen wurden, bestätigten die Vermutung der Forscher. Bevor die Probanden meditieren lernten, schoss ihr Cortisolspiegel während des Stresstests in die Höhe und fiel anschließend nur langsam wieder ab. Nachdem sie 8 Wochen intensiv meditiert hatten, stieg ihr Cortisolspiegel während desselben Tests weniger stark an und fiel vor allem sehr viel schneller wieder ab auf seinen Normalzustand. Gleichzeitig konnten die Forscher eine verminderte Entzündungsreaktion beobachten. Die Testpersonen in der Meditationsgruppe zeigten nach dem Achtsamkeitstraining eine geringere Entzündungsreaktion auf eine Salbe namens Capsaicin als zuvor. Das ist eine Salbe, die auf ihre Haut aufgetragen wurde und die eine lokale Entzündung auslöst. Die Entzündung war noch dazu stärker zurückgegangen als bei der Gruppe, die nicht meditiert hatte.
Das bedeutet, wenn es uns gelingt, unsere Stresswahrnehmung zu kontrollieren, können wir dadurch auch die körperliche Stressreaktion dämpfen. Ah, die heilsame Kraft des mentalen Trainings. Meditation ist also mehr als Balsam für die Seele. Wir schulen dadurch unser Gehirn, auf den gesamten Organismus zu wirken. Ja, das komplexe Gleichgewicht zu verändern, mit dem sich die sogenannte Psychoneuroimmunoendokrinologie beschäftigt. Anders gesagt, Gesundheit beginnt im Kopf. Heute versucht man, diese permanente Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche bei der Behandlung von Patienten stärker zu berücksichtigen. Im Pitié-Salpêtrière-Krankenhaus in Paris begleitet Professor Corinne Inard-Banis seit 3 Jahren Patienten aus der Nephrologie, der Kardiologie und der Onkologie. Obwohl sie natürlich keine Wunder versprechen kann, hilft sie ihnen, die oft extrem belastenden Therapien durch Meditation besser zu verkraften. Über die Atmung finden wir wieder Zugang zu uns selbst. Wir spüren, wie die Luft in unseren Körper hineinströmt und wieder heraus. Wir nehmen das Gefühl in den Schultern wahr, im oberen Rücken. Und richten uns Wirbel für Wirbel auf, wie eine Perlenkette. Und zum Ende dieser Übung nimmt jeder, der soweit ist, wieder Kontakt zur Gruppe auf. Wenn wir krank sind, wenn unser Körper nicht mehr so funktioniert, wie er soll, neigen wir dazu, ihn zu vernachlässigen. Viele unserer Patienten dagegen berichten, dass sie durch Meditation bestimmte Teile ihres Körpers wieder wahrnehmen können. Und das wiederum versetzt sie in die Lage, aktiver an ihrer Behandlung mitzuarbeiten. Sie können sagen, ah, ich spüre dieses oder jenes in meinem Körper. Ist das eine Nebenwirkung der Therapie oder meine Krankheit, die fortschreitet? Und dann sprechen sie mit den behandelnden Ärzten darüber. Für Langzeitpatienten ist es eine große Hilfe im Kampf gegen ihre Krankheit, wenn sie lernen, Symptome zu lesen, die Reaktionen des eigenen Organismus zu kontrollieren und Beschwerden vorzubeugen, bevor sie überhaupt auftreten. So kann Joyce heute ein fast normales Leben führen, trotz ihrer Herzinsuffizienz. An meinem Herzmuskel kommt es zu elektrischen Kurzschlüssen, die Herzrasen verursachen. Dann spielt mein Kreislauf verrückt, weil das Blut zu schnell zirkuliert oder stagniert. Und so können sich Blutgerinnsel bilden. Es besteht die Gefahr einer Phlebitis, einer Lungenembolie und schlimmstenfalls eines Schlaganfalls. Anfangs fiel es mir schwer zu akzeptieren, dass ich Herzprobleme habe und das mit 39 Jahren. Die Diagnose war ein Schock. Ich musste mein Leben umstellen, so etwas verändert alles. Aber seit ich meditiere, muss ich weniger Medikamente nehmen und kann besser damit umgehen, wenn ich einen Anfall habe, was jederzeit passieren kann. Ich brauche eine starke Psyche, um damit klarzukommen. Deshalb meditiere ich täglich. Einmal habe ich ausprobiert, wie es ohne Meditation läuft und mehrere Monate ausgesetzt, mit dem Ergebnis, dass die Anfälle häufiger wurden. Das war ein bisschen masochistisch, aber seither weiß ich, wie wichtig das Meditieren für mich ist und meditiere wieder jeden Tag. Früher waren die Patienten passiv und ließen Behandlungen einfach über sich ergehen. Doch inzwischen wollen immer mehr Menschen, dass sich etwas ändert im Reich des Hippokrates. Aber was kann die Meditation bewirken, wenn nicht nur der Kopf, sondern auch der Körper wehtut?
Können Schmerzen durch regelmäßiges Meditieren tatsächlich gelindert werden? Im Westen werden in der modernen Schmerztherapie überwiegend Opiate eingesetzt. Deshalb werden immer mehr Menschen weltweit davon abhängig. Das ist ein ernstes Problem. Dabei wissen wir heute sehr viel mehr über die neuronalen Verschaltungen, die bei Schmerzen eine Rolle spielen. Und das ist eine gute Basis, um herauszufinden, wie und wo Meditation wirken kann. Der Schmerz ist ein Warnsignal des Körpers, unverzichtbar für unser Überleben. Inzwischen haben Forscher herausgefunden, dass Schmerzen unsere Sinne und unser Gehirn auf besonders subtile und komplexe Weise miteinander verbinden. Lange Zeit haben wir ein Schmerzzentrum gesucht, ähnlich dem Sprach- oder Sehzentrum. Heute wissen wir jedoch, dass es keinen bestimmten Ort im Gehirn gibt, der für Schmerzen zuständig ist, sondern ein ganzes Netzwerk, die sogenannte Schmerzmatrix. Das bedeutet, wir haben Schmerzleitungen, die in der Regel an der Peripherie in den Organen beginnen und dann über das Rückenmark bis zum Gehirn verlaufen, wo sie in einer Art Feuerwerk gipfeln. Es gibt also mehrere Zonen, die miteinander interferieren, damit wir den Schmerz spüren. Und sobald ein Schmerzsignal unser Gehirn erreicht, wird es dort wie in einem großen Computer auf verschiedene Weise verarbeitet, mit verschiedenen Filtern und abhängig von unseren Erfahrungen, unseren Ängsten, unserer Verfassung oder Stimmung. All das kann unser Schmerzempfinden steigern oder verringern. Es ist noch nicht lange her, da galten Schmerzen als eine Art Reflex, eine unkontrollierbare Reaktion des Organismus auf einen aggressiven äußeren Reiz. Heute weiß man, dass diese Reaktion durch negative Bilder und Vorstellungen unbewusst verstärkt werden kann. Anders gesagt, je mehr Angst wir vor dem Schmerz haben, umso mehr tut es weh. Ein Großteil des Leidens unter Schmerzen kommt nicht vom Schmerz selbst, sondern durch die Antizipation des Schmerzes. Wenn zum Beispiel jemand weiß, dass ihm eine schmerzhafte Behandlung bevorsteht, kann die Angst und buchstäblich der Schmerz, der mit dem Gedanken an diese Behandlung einhergeht, genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer sein, als der eigentliche Schmerz. Um zu verstehen, wie die Meditation unsere Erwartungsangst vor Schmerzen beeinflussen kann, haben Wissenschaftler Probanden mit und ohne Meditationserfahrung im Kernspintomographen untersucht. Sie fügten ihnen eine leichte Verbrennung am Handgelenk zu und beobachteten, wie ihr Gehirn darauf reagiert. Beide Gruppen wurden 10 Sekunden vorher gewarnt, dass es gleich unangenehm heiß würde. Here's what we found. Wir konnten Folgendes beobachten. Die Meditationsanfänger spürten den Schmerz bereits, bevor er tatsächlich eintrat. Nämlich in dem Moment, als ihnen gesagt wurde, gleich tut es weh. Wir konnten eine starke Aktivierung in verschiedenen Arealen der sogenannten Schmerzmatrix feststellen. Ihr Gehirn feuerte sofort los. Bei den meditationserfahrenen Probanden dagegen passierte fast nichts. Ihre Signale waren flach. Wenn Meditierende in der Lage sind, den Antizipationsreflex ihres Gehirns zu unterdrücken, bedeutet das dann, dass sie den Schmerz überhaupt nicht spüren? Die Ergebnisse aus Professor Davidsons Studie weisen in eine andere Richtung. Paradoxerweise zeigten die Probanden mit Meditationserfahrung in bestimmten Gehirnregionen keine schwächere, sondern eine stärkere Reaktion als die ohne. Dafür kehrten sie in der Erholungsphase sofort wieder in den Normalzustand zurück, während in der Anfängergruppe bestimmte Schmerzareale weiterhin stark aktiviert waren. Das Gehirn von Menschen, die regelmäßig meditieren, ist also unter Schmerzen hochaktiv, damit ihr Organismus bei Gefahr reagieren kann. Vorher und nachher bleibt es dagegen völlig entspannt. Der Neurowissenschaftler Antoine Lütz, ein langjähriger Mitarbeiter von Richard Davidson,
setzt diese groß angelegte Schmerzstudie in Lyon fort. Wir versuchen auf neuronaler Ebene eine Erklärung für die klinischen Ergebnisse zu finden, die zeigen, dass Achtsamkeit unser Schmerzempfinden beeinflusst. Dabei konzentrieren wir uns auf die Insula, eine Kortexregion, die für alle Prozesse des Schmerzempfindens zuständig ist. Die Insula ist eine Gehirnregion, die noch nicht gänzlich erforscht ist. Sie liegt verborgen in der Großhirnrinde und ist zuständig für die Wahrnehmung der Sinnessignale. In der Insula wird der Schmerzreiz in Schmerzempfinden umgewandelt. Im posterioren Teil der Insula wird festgestellt, wo genau im Körper der Schmerz auftritt. Aber es gibt noch andere Bereiche wie den vorderen Teil, und der spielt eine Rolle bei der Schmerzerwartung. In seiner Studie zur Insula, die gerade erst begonnen hat, werden Antoine Lütz und sein Team über mehrere Monate beobachten, wie sich das Gehirn von Menschen verändert, die lernen zu meditieren. Wir atmen ganz normal. Jeder in seinem Rhythmus. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei erfahrenen Meditierenden das Volumen der grauen Substanz in der Insula und in bestimmten Regionen des Kortex vergrößert ist. Für Antoine Lütz eine mögliche Erklärung dafür, warum Meditation unser Verhältnis zum Schmerz grundlegend verändert. Meditation verändert zwar nicht unser unmittelbares Schmerzerleben, aber sie fügt auch nicht noch etwas hinzu. Sie verändert unser Verhältnis zum Schmerz, nicht den Schmerz an sich. Diese Distanzierung vom Schmerzempfinden könnte erklären, warum Schmerzen, wenn sie bewusst wahrgenommen werden, weniger unangenehm erscheinen. Regelmäßiges Meditieren macht uns zwar nicht zu schmerzunempfindlichen Fakiren, aber es kann uns helfen, bestimmte automatische Reaktionen unseres Körpers zu kontrollieren, auch die unangenehmen. Es ist, als verfügten wir über ungeahnte Ressourcen, die sorgsam in den ruhigen, entspannten Regionen unserer Psyche verwahrt sind. Als würde uns die Meditation die Tür zu einer Art inneren Apotheke öffnen. Anfang der 2000er Jahre hat ein kalifornisches Forscherteam damit begonnen, die Auswirkungen der Meditation auf das Gehirn und den Körper von Meditierenden systematisch zu erfassen. Professor Clifford Sarin ist Leiter des Shamatha-Projekts, einem der ehrgeizigsten Forschungsprogramme, die je zum Thema Meditation und Gesundheit durchgeführt wurden. Wir haben zwei Gruppen mit je 30 Personen zusammengestellt, von denen eine für 3 Monate in einem Haus in den Rocky Mountains meditieren sollte. Wir hatten etwa 15 verschiedene computerbasierte Aufgaben vorbereitet, um verschiedene Aspekte der Regulierung von Emotionen abzufragen. Das Projekt läuft noch. Wir sind dabei, die Daten zu analysieren, und das wird sicher noch eine Weile dauern. Clifford Sarin hat für das Shamatha-Projekt Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen in sein Team geholt, insbesondere auch Genetiker und Molekularbiologen. Zum ersten Mal stellten sich Forscher die Frage, ob Meditation womöglich auch die Vorgänge in unseren Zellen beeinflusst. Vor dieser Studie hatte noch niemand gezeigt, dass die Maschinerie im Zellkern durch mentale Veränderungen beeinflusst werden kann. Auf den ersten Blick fällt es schwer, sich vorzustellen, dass wir mittels Meditation auf die DNA-Stränge einwirken können, die in jeder unserer 100.000 Milliarden Zellen liegen. Doch genau das ist die Hypothese von Alessi Apple, Forscherin an der University of California in San Francisco. Sie war es, die Clifford Sarin davon überzeugte, die Chromosomen seiner Testpersonen zu untersuchen. Ihr besonderes Interesse gilt den Endstücken der Chromosomen, den sogenannten Telomeren. So you have these chromosomes. Eine menschliche Zelle enthält 23 Chromosomenpaare. Und am Ende jedes Chromosoms sitzt eine Art Schutzkappe.
wie die Hülle am Ende eines Schnürsenkels, das Telomer. Mit steigendem Lebensalter werden diese Telomere kürzer. Und wenn sie zu kurz geworden sind, kann sich die Zelle nicht mehr teilen und kein neues Gewebe mehr bilden. Und das ist mit ein Grund dafür, dass wir krank werden und schließlich sterben. Die Telomere spielen eine entscheidende Rolle bei der Gesunderhaltung unseres Körpers. Wenn sie kürzer werden, erodiert unser Erbgut und wir bekommen graue Haare, faltige Haut und die typischen Alterskrankheiten. Dass sich die Telomere verkürzen, ist absolut normal. Das gehört zum Alterungsprozess. Doch es geht nicht bei allen gleich schnell. Die Gene, der Lebensstil, das soziale Umfeld, all das hat Einfluss auf das Tempo der Telomerverkürzung. Wenn regelmäßiges Meditieren unseren Organismus vor Stresserkrankungen bewahrt, kann es womöglich auch unsere Telomere schützen, ja sogar stärken? Genau das wollten die Forscher des Shamatha-Projekts wissen. Sie maßen zu Beginn und am Ende des dreimonatigen Meditationstrainings die Aktivität der Telomerase, eines Enzyms, das die Telomerverkürzung verlangsamt. What we found. Am Ende der drei Monate war der Telomerase-Spiegel der Probanden in der Meditationsgruppe um 30% gestiegen, also um ein Drittel. Drei Monate intensives Meditieren, ein Drittel mehr Telomerase. Damit war bewiesen, dass Meditation einen der fundamentalsten Mechanismen unserer Biologie beeinflussen kann, die Zellalterung. Aber das war nur der erste Schritt. Das Shamatha-Team wollte nun wissen, ob sich mit einer erhöhten Telomeraseproduktion auch die Länge der Telomere verändert. Cliff war der Erste, der sagte, lass uns das in einem Intensiv-Meditationscamp untersuchen. Die Shamatha-Studie war zwar vielversprechend, aber wir hatten uns dabei nur auf die Telomerase konzentriert, weil wir nicht glaubten, dass sich Telomere so schnell verändern könnten. Also organisierte Clifford Sarin einen dreiwöchigen Workshop, untersuchte die Telomere der Teilnehmer davor und danach und kam zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Nach nur drei Wochen fanden wir bei 26 Teilnehmern deutlich längere Telomere. Damit stand die These im Raum, dass die Lebensdauer eines Menschen mit seiner Psyche zusammenhängen könnte, und zwar auf eine mechanistische Weise. Die Daten waren eine Überraschung. Und sollten sie sich in weiteren Studien bestätigen, ist das eine gute Nachricht. Womöglich kann Meditation den Alterungsprozess verlangsamen, da sie offenbar den Abbau der Telomere verlangsamt, stoppt oder diese sogar verlängert. Die Studie steht noch am Anfang, aber die Ergebnisse sind ermutigend. Wenn wir sagen, unsere Zellen oder Telomere hören auf unsere Gedanken und Gefühle, ist damit gemeint, dass wir alle die Möglichkeit haben, unsere biochemische Umgebung zu gestalten, ob sie ruhig und regenerativ ist oder dauerhaft unter Stress steht. Denn die Telomere reagieren auf die Biochemie in unseren Zellen. Jung bleiben, indem wir den Augenblick bewusst erleben. Das Leben verlängern, indem wir unser Gehirn genauso fit halten wie unseren Körper. Ein verlockendes Versprechen. Leider sind für die Forscher, die sich heute mit dem Thema beschäftigen, die Dinge nicht ganz so einfach. Es würde zu weit gehen, zu behaupten, durch Meditation blieben wir ewig jung. Aber ich glaube, die Telomerlänge und die Aktivität der Telomerase sind nützliche Biomarker, die Aufschluss geben über die Zellgesundheit und die Zellalterung.
In dieser Hinsicht zeigen unsere Ergebnisse, auch wenn sie noch sehr vorläufig sind, dass sich Meditation positiv auf die Telomerbiologie auswirkt. Auch wenn die Zellalterung ein unumkehrbares Phänomen ist, können wir sie womöglich verlangsamen oder wenigstens verhindern, dass sie sich beschleunigt. Es gibt intensive Forschungen, vor allem seitens der Pharmaindustrie, um den Alterungsprozess zu stoppen und das Leben zu verlängern. Aber diese Forschung steckt noch in den Kinderschuhen. Was wir jedoch wissen, ist, wie wir länger gesund bleiben können. Wir müssen keine chronischen Krankheiten bekommen, die unsere Lebensqualität einschränken und Leid und hohe medizinische Kosten verursachen. Wir können das Einsetzen altersbedingter Krankheiten verzögern und unsere Gesundheitsspanne verlängern. Dass Meditation unser Erbgut und unsere Zellgesundheit positiv beeinflusst, gehört zweifellos zu den spannendsten wissenschaftlichen Erkenntnissen der jüngsten Zeit. Sie könnte langfristig das Interesse an den fernöstlichen Geistesübungen noch verstärken. Auch immer mehr Mediziner entdecken ihre Vorzüge. Heute kommen sie aus ganz Europa auf den Odilienberg in der Nähe von Straßburg, um alles über die heilende Kraft der Meditation zu lernen. Unter Leitung des Rheumatologen Jean-Gérard Bloch bereiten sich hier Ärzte und Psychologen auf das erste von einer französischen Universität verliehene Meditationsdiplom vor. Lange waren die medizinischen Fachbereiche strikt voneinander getrennt, auch wenn alle wussten, dass diese Trennung künstlich war. Heute werden die Grenzen durchlässiger und es entsteht eine Art ganzheitliche Medizin. Eine Medizin für Körper und Geist, die ich gern als Medizin des Seins bezeichne. Jedes Jahr, mitten im Winter, lernen die Teilnehmer der Fortbildung, bewusst zu atmen, zu gehen und ihren Körper zur Ruhe zu bringen, um ihre Gedanken besser steuern zu können. Nach den enormen Fortschritten in der technischen Medizin gab es einen gewissen Nachholbedarf in der humanistischen Medizin. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt beides gerade ins Gleichgewicht kommt. Die Zeichen stehen also auf Wandel. Nach und nach nimmt die westliche Medizin das Wissen aus der Forschung der letzten 40 Jahre in ihr Repertoire auf und schlägt neue Wege ein. Fast alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass etwas sehr Interessantes vor sich geht, wenn wir vom Tun ins Sein kommen. Und zwar in unserer Biologie, unserer Atmung, unserem Gehirn, unserem Genom und den Telomeren, also an den Enden unserer Chromosomen. Viele Leute halten Meditation für ein esoterisches, magisches Ritual, das ein paar Spinner vollziehen, um ein kosmisches Bewusstsein zu erlangen. Aber es geht nicht darum, irgendwo anders zu sein, sondern genau da, wo wir sind. Wenn hier Magie im Spiel ist, dann liegt sie in uns selbst. Wir können also festhalten, es gibt heute eine Wissenschaft der Achtsamkeit. Körper und Geist bilden eine Einheit. Und Forscher und Ärzte sind fest entschlossen, von nun an alle Komponenten, die psychologischen, neurologischen und physiologischen, zu berücksichtigen, um unsere Gesundheit zu fördern. Wir haben die Vision, dass Meditieren irgendwann zum Alltag gehören wird, wie Zähneputzen. Wir gehen achtsam mit unseren Zähnen um, indem wir sie täglich putzen und pflegen. Und genauso achtsam sollten wir mit unserer Seele und unserem Gehirn umgehen. Die Augen schließen, um sich gesund zu halten. Das hat unsere Meditierende nun fast eine Stunde lang getan. Und sie wird es auch morgen wieder tun. Wie tausende andere Menschen überall auf der Welt. Wir alle können es lernen. Lernen, achtsam zu sein.
ein paar Minuten in uns selbst zu versinken. Jeden Tag.